meine lieben YouTuberinnen und YouTuber, euer No Orange heißt euch herzlich willkommen zur aktuellen Tradecard und Sticker Wochenvorschau und auch diese Woche geht es wieder richtig zur Sache. Ja, ich habe jetzt wenig Zeit, ich muss gleich los und von daher will ich nochmal volle Granate machen und wir fangen an mit dem internationalen Fußball-Unboxing Dienstag. Und da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Erstmal 8 Tüten hier, ich lege die einfach mal hier hin. Ihr wisst, was los ist von der geilsten Champions League Sticker Serie, die ich bisher gesammelt habe, und zwar aus Saison 15-16 von Topps. Die erste Saison von denen, richtig geil. Plus, ich habe viele Tauschaktionen bei stickermanager.com gemacht, seht ihr das? Die Karten kommen noch mit dazu fürs Album zum Einkleben. Es sind die letzten Sticker Tüten, die ich habe, plus die, die dazu kommen. Also das wird sicherlich richtig, richtig fett. Und da kriegen wir das Album, denke ich mal, überraschend voll. Ich hatte ja nur 30 Sticker Tüten, aber habe viel durch Tauschaktionen, wie gesagt, tauschen können und das war natürlich richtig cool. Dann kommen wir, glaube ich, zum letzten oder vorletzten Mal zur Star Wars Sticker Serie. Da werde ich mich aber nochmal schlau machen. Die Clone Wars Reihe, die lief ja ein bisschen daneben, möchte ich mal sagen. Sehr viele Doppelte, unfassbar viele Doppelte, muss ich sagen. Überraschend viele Doppelte, wie auch immer man das nennen möchte. War nicht so toll. Und ja, die Serie an sich selber finde ich ganz ordentlich. Die ist ähnlich wie die Rebels Serie aufgebaut. Nicht überragend, aber ordentlich, sagen wir es mal so. Dann haben wir den Donnerstag. Donnerstag haben wir ja immer Wrestling oder Superhelden, diesmal wieder auf Wrestling. Und da sind wir ja bei der Icons-Reihe bei. Und auch hier sind wir, glaube ich, zum drittletzten Mal dabei. Und ich habe auch hier ja einen Tausch mit meinem Nachbarn. Der hat immer ein paar Bilder, die er gegen meine doppelten tauscht. Ich weiß nicht, ob ich die schon habe. Das sehen wir dann. Lassen wir uns einfach mal überraschen, würde ich sagen. Und schauen auf den Freitag. Freitag ist ja auch immer Fußball, aber das ist ja Bundesliga. Freitag ist der, also der nationale Fußball ist freitags und der internationale Fußball ist bei mir bisher immer dienstags. Und das soll auch erstmal so bleiben. Und da haben wir die Oldschool-Reihe. Eine große Tin von der Saison 2009-2010. Ich bin ja angefangen mit den aktuellen damals, was heißt damals vor einem Jahr, in der Saison 15-16 bin ich ganz normal angefangen als Sammler zum allerersten Mal und habe dann gleichzeitig eine Oldschool-Reihe geöffnet. Das war dann die aus dem Jahre, ich glaube 2009, die war entweder zwei Jahre oder ein Jahr, weiß ich gar nicht mehr so genau. Und ich möchte also die Oldschool-Reihen immer von hinten aufrollen und die aktuellen machen und das immer schön im Wechsel. Letzte Woche hatten wir, wie gesagt, die aktuellen Seiten. Ich glaube, da war sogar die Extra-Reihe schon von der Rückrunde dabei, von Magitex. Hier also die große Tin. Auch die sehr, sehr cool. Und dann haben wir das Wochenende noch. Und da haben wir auch zum, ich glaube, letzten oder vorletzten Mal die Simpsons. Da sind wir ja ganz gut dabei. Da fehlt zwar noch ein bisschen was, aber trotzdem, auch da hatte ich ja nur 30 Tüten. Dafür war das ganz ordentlich. Was sind das hier? 8, 9 Sticker-Tüten nochmal. Und am Kuddelmuddel Sonntag, ich muss hier jetzt schon wieder Platz schaffen, das ist echt unglaublich. Ich weiß gar nicht, ist ja egal. Am Kuddelmuddel Sonntag haben wir hier nochmal, was sind das? Ich glaube mindestens 10 Tüten von der Dragon Ball, nee, Yu-Gi-Oh! Entschuldigung, 5DS Yu-Gi-Oh! Reihe. Auch da habe ich nur noch, ich glaube für ein oder zwei Unboxings Ware da. Dann sind wir da durch und ich habe auch getauscht. Hier seht ihr das, ein richtiger Batzen. Auch da muss ich gucken, ob ich die überhaupt schon habe oder nicht habe und dann haben werde. Die gucken wir uns jedenfalls auch an. Ihr seht, es ist wieder rappelvoll im Karton, wie man so schön sagt. Freue ich mich tierisch drauf. Vor allem morgen schon auf die Champions League. Da gehe ich richtig ab. Allein durch die ganzen Bilder, die ich da noch liegen habe. Die passen bestimmt einige von ins Album rein. Das sehen wir dann morgen. Euer No Orange sagt ciao, tschüss und goodbye.